Sachen, ich sage immer, die schönsten Gedanken. Servus und willkommen heute hier bei Einblick. Wir sind zu Gast bei den Provin Wallis. Ja, und neben mir rechts steht Julie von den Provin Wallis und sie wird heute einfach mal Jürgen Doberstein, unseren Junior-Box-Weltmeister aus 2012, mal ein bisschen fordern. Und Jürgen hat Bock drauf. Er will einfach mal schauen, ja, wie sieht's denn hinter den Kulissen beim Volleyballtraining aus? Und das wollen wir euch heute so ein bisschen näher bringen, beziehungsweise wird die Aufgabe bei Jürgen liegen. Darüber hinaus haben wir noch das Paar Blackie Schwarzer, Timo Bernhard. Die sind noch so ein bisschen mit ihrem Rennfahrzeug am Arbeiten und Basteln. Da werden wir in den nächsten Sendungen darauf eingehen. Und wir haben heute auf jeden Fall bei uns noch mit zu Gast Blackie Schwarzer. Mit dem haben wir in der Provin Vinothek gesprochen. Und last but not least schauen wir uns an Jannis Fit hier im Küssteam 75 Bernhard. Er bestreitet seine erste Saison in den GT Masters, die an diesem Wochenende starten. Und wie er sich vorbereitet hat und was sein Teamchef dazu sagt, das zeigen wir euch später. Jetzt geht's aber hier mal richtig los, nämlich mit dem Training, Julie. Was erwartet den Jürgen denn am heutigen Tag? Wir werden uns zuerst aufwärmen, ein bisschen dehnen, dann mit Ballkontrollübungen starten und dann später ins Pritschen und Baggern übergehen. Okay, Jürgen. Freust du dich? Bist du motiviert? Ich bin sehr motiviert. Ich freue mich immer, neue Sachen auszuprobieren. Boxen ist vielseitige Sportart und ich bin immer dafür, immer was Neues zu machen. Deswegen freue ich mich jetzt einfach. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich gucke einfach und werde Spaß haben. Gut, also das hoffe ich, dass ihr Spaß habt. Also deine Kolleginnen sind da hinten schon kräftig am Warmmachen. Ja, ich sag einfach mal Feuer frei. Los geht's. Let's get ready to rumble! Der erste Teil war ein Athletiktraining. Das machen wir eigentlich immer so eine Stunde ungefähr vor dem Balltraining. Ein bisschen Stabi-Übungen, Beweglichkeit, auch gerade zum Aufwärmen, ein bisschen die Dehnübungen. Ein paar Übungen waren schon neu, manche Sachen kenne ich auch. Und ja, das war natürlich, die sind auch manchmal nur ein bisschen anders und schon ist das schon was Neues für den Körper. Und deswegen hat es auch so besonders Spaß gemacht, das alles mitzumachen. Ja. Am Anfang machen wir meistens so ein bisschen Ballkontrolle einfach, also einarmig, beidarmig, einfach um ein bisschen Ballgefühl zu kriegen. Zuerst war es schwierig, aber man hat es immer besser geklappt, deswegen freue ich mich gleich, wenn wir frei spielen. Und da hoffe ich, dass ich einen Ball über den Netz kriege. Jürgen Doberstein hat seine erste Trainingsrunde hier im Volleyball hinter sich gebracht. Jürgen, wie war's? War super, hat voll Spaß gemacht, auch wenn ich nicht alle Bälle getroffen habe. Hast du überhaupt einen Bälle getroffen? Ja, ein paar Stücke. Wie stimmt das? Kannst du das bejahen? Ja, also ich sag mal, anfänglichen Schwierigkeiten hat er sich auf jeden Fall verbessert. Und, was waren denn seine Schwierigkeiten? Ja, so ein bisschen die Einschätzung für die Übungen, aber ich finde, er hat sich ziemlich schnell gesteigert und hat am Ende auch gut angegriffen und die Bälle getroffen. Du hast dich gesteigert und auch Bälle getroffen, Jürgen. Dafür war ich dann da. Da warst du da. Okay, wie schaut es jetzt aus mit der Volleyballer-Karriere? Ha? Ich denke, jetzt kann man öfters spielen. Also wirklich auch das Athletiktraining, ich glaube, müssen wir jetzt öfters zusammen trainieren. Und dann irgendwann kommen die noch zu mir, machen wir Boxtraining und so dieser Austausch, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe mich schon ein bisschen verlaufen hier. Ich wusste nicht, wann ich vorne, wann ich hinten bin, aber ich habe schon ein paar Bälle getroffen. Also ich denke, fürs erste Mal war das schon sehr gut. Also ich bin stolz auf mich.
Das ist gut. Jetzt, Julie, ist natürlich die Frage, ne? Also es geht ja bei einem Blick darum, mal einen Blick in eine andere Sportart zu gewinnen. So, jetzt haben wir die Anna und ich glaube auch die Julie, die durchaus mal so bereit sind, mit dem Jürgen ein bisschen in den Boxring zu steigen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist gut. Dann werden wir auf jeden Fall das in den nächsten Sendungen in Angriff nehmen. Julie und Anna bei Jürgen Doberstein im Boxring. Ja, und bis dahin schauen wir uns zunächst mal an, was der Handball-Weltmeister aus 2007, nämlich Blackie Schwarzer, entsprechend im Moment in seinem Leben so treibt. Ja, ich freue mich heute hier den Handball-Weltmeister aus 2007 bei mir zu haben, nämlich Christian Schwarzer. Ja, den meisten noch besser als Blackie bekannt. Vize-Weltmeister aus 2003, Handballer des Jahres 2001. Blackie, was war eigentlich dein schönster Tag in deinem Handballerleben? Die Frage habe ich schon öfter gestellt bekommen, ist immer ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ich sage immer, die schönste Medaille, die ich zu Hause in der Vitrine habe, ist die Silbermedaille. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Die Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Athen 2004. Weil für mich Olympische Spiele immer eine besondere Faszination waren. Aber ein gewonnenes Champions-League-Finale mit dem FC Barcelona, Meisterschaft mit dem TBV Lemgo oder auch der Aufstieg in den Anfängen des VfL Vredenbeek. Deshalb, es gibt so viele Highlights und man kann nicht sagen, das war jetzt der schönste Tag. Natürlich kann ich sagen, die Begleitumstände 2007 mit der Weltmeisterschaft, begonnen als Experte fürs ZDF, schlussendlich dann auf dem Spielfeld als Weltmeister, sind ganz besondere Geschichten und deshalb ist es einfach schwer zu sagen, das ist jetzt der schönste Tag gewesen. Besondere Geschichten, also in all deinen Jahren, die du Handball-Bundesliga gespielt hast, weißt du eigentlich, wie viele Spiele und vor allen Dingen wie viele Tore du geworfen hast? Das ist ja alles dokumentiert. Ich glaube, in der Bundesliga sind es 600 Spiele gewesen. Tore weiß ich jetzt nicht so. Dazu kommen dann noch die Spiele, die ich beim FC Barcelona gemacht habe, also auch noch ein ganz paar. Aber wie gesagt, es gibt ja Statistiken noch und nöcher und das ist ja alles verewigt. Genau, über 2000 Tore. Gibt es irgendwo so ein Tor, das dir ganz speziell in Erinnerung blieb? Vielleicht ein Tor nicht, aber ich sag mal so, das Spiel, das ja wahrscheinlich auch im deutschen Handball in die Geschichte eingeht, war das Spiel Viertelfinale 2004 in Athen gegen Spanien. Zweifache Verlängerung, dann 7 Meter werfen. Wir gewinnen gegen Spanien. Und das war mit Sicherheit eins der spannendsten Spiele, die Deutschland im Handball erlebt hat. Du hast vorhin eigentlich schon mal Vereine erwähnt. Von Vredenbeek über Niederwürzbach, Lemgo, Rhein-Neckar-Löwen bis hin zu deiner Zeit in Barcelona. Was war eigentlich so der Verein, für das dein Herz am meisten geschlagen hat? Gibt's den? Nee, mein Herz hat überall geschlagen, wo ich gespielt habe. Am meisten schlägt es jetzt hier im Saarland beim TV Niederwürzbach, wo ich 9 Jahre gespielt habe. Hier haben wir so viele Freunde kennengelernt. Es war vor allen Dingen die erste Station von zu Hause weg mit meiner Frau aus Hamburg hier in Saarland. Und deshalb wohnen wir jetzt hier im Saarland. Wir haben hier unseren Freundeskreis. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Genauso habe ich aber auch die Zeit in Barcelona genossen. Diese 2 Jahre eine neue Sprache, neue Kultur kennenlernen. Ganz viele Freunde. Ein ganz, ganz tolles Land, eine ganz tolle Stadt. Oder auch die erfolgreiche Zeit in Lemgo mit ja, der deutschen Nationalmannschaft quasi im Verein zusammenzuspielen, bis hin dann wieder in Saarland zurückzukommen und bei den Rhein-Neckar-Löwen zu spielen. Also es war alles so, wie wir es gerne wollten und wir haben es immer mit der Familie entschieden. Und deshalb bin ich sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Wie kam es bei dir? Du hast als 10-Jähriger im Handball begonnen und zwar als Torwart. Wie wurde aus dem Torwart dieser erfolgreiche Kreisläufer? Also Handball-Torwart bin ich geworden, weil ich auch im Fußball immer gerne im Tor stand. Und da habe ich gesagt, komm, versuchst es auch im Handball. Aber irgendwann war es so, mein Bruder hat vorne die Tore geworfen. Ich habe immer den Ball aus dem Netz geholt. Und das war mir dann irgendwann, muss ich sagen, zu blöd. Und früher war es so, muss man mal erklären, waren die Kreisläufer kleine, schnelle, wendige Spieler gewesen. Und Ende der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre, dann in so einem Zeitraum, fing plötzlich die russischen Nationalmannschaftstrainer große, kräftige Jungs an den Kreis zu stellen, die dann auch oben angespielt wurden. Und ich bin dann so mit 16, 17 nochmal so 15 Zentimeter ungefähr gewachsen. Und dann kam mir das natürlich entgegen, dass ich erst klein und schmächtig war und da nur die Position des Kreisläufers hatte. Und nachher gab es eine andere Entwicklung auf dieser Position. Und da kam mir natürlich mein Wachstum zugute.
Und so bin ich dann eben auf diese Position gekommen. Schön. Nach deiner aktiven Handballzeit bist du Jugendkoordinator beim Deutschen Handballbund geworden, Bundestrainer der Jugendnationalmannschaft, bis hin jetzt zu deiner Tätigkeit beim Saarländischen Handballverband. Was ist dir ganz besonders wichtig? Was gibst du heute an junge Menschen, die Handball spielen, weiter? Ja, im Endeffekt die Werte, die ich auch in meiner Sportart gelernt habe. In erster Linie ist ein Handballer zu 1000% ein Teamplayer, weil du hast Möglichkeiten in einem Team, nicht immer die beste Mannschaft gewinnt, sondern im Handball oder im Mannschaftssport ist es so oft der Fall, dass das beste Team gewinnt. Da gehört ein Spirit dazu. Das müssen nicht immer die besten Einzelspieler sein, aber wenn es ein Trainer schafft, ein Team zu formen, das bereit ist, für den anderen alles zu geben. Jeder Einzelne ist bereit, für den anderen alles zu geben. Und da möchte ich einfach Werte weitergeben, wie Fleiß, wie Disziplin. Und das macht mir einfach super viel Spaß, weil die Arbeit mit Kindern ist eine ganz ehrliche Arbeit. Die sagen dir, Entschuldigung, wenn was scheiße ist, genauso sagen sie aber auch, wenn was gut ist. Und da sind Kinder ganz ehrlich, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Und der Profisport ist einfach ein Haifischbecken. Ich habe ja da auch lang genug, bin ich da drin geschwommen. Und deshalb macht mir einfach die Arbeit mit Kids so viel Spaß. Und da versuche ich einfach diese Werte, mit denen ich groß geworden bin, versuche ich weiterzugeben. Wenn du jetzt mal schaust, Jugendkoordinator, Bundestrainer, was war da nach deinem aktiven Leben als Sportler, jetzt als Trainer, was war das, was dich da mehr gereizt hat? Was war die interessantere Position? Ja, einfach die Dinge, die ich selbst erfahren durfte, die ich auch gelernt habe über viele Jahre, jetzt eben weiterzugeben. Und da ist natürlich so eine Jugendnationalmannschaft oder auch der Bereich als Jugendkoordinator, wo ich dann auch für alle Sichtungsveranstaltungen, also für den Nachwuchs, der heute in der A-Nationalmannschaft spielt, das waren alles Jungs, die irgendwann mal bei mir waren, also fast alle. Und die Jungs dann irgendwo zu begleiten auf diesem Weg zu einem Bundesligaspieler, dann auch zu einem Nationalspieler, dann zu sehen, dass die auch Medaillen gewinnen, so wie ich selber machen konnte. Und das war einfach dieser besondere Reiz. Und leider gab es dann irgendwann mal einen Wechsel im Präsidium des Deutschen Handballbundes. Und dann war meine Person nicht mehr gefragt. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine Heimat beim Saarländischen Handballverband, kann jetzt hier Talente entwickeln, die vielleicht dann auch mal in die Jugendnationalmannschaft kommen. Oder wir haben schon viele entwickelt. Beispiel zum Beispiel Yves Kunkel, auch ein Jerome Müller, die jetzt in der Bundesliga spielen. Yves Kunkel hat schon das erste Länderspiel auch gemacht für Deutschland. Und dann ist es einfach schön zu beobachten, wie die Jungs ihren Weg machen. Bist du dann auch immer noch so ein bisschen als Coach bei denen mit von der Partie? Sie melden sich des Öfteren auch immer noch mal per Telefon, fragen dann gewisse Dinge auch noch mal. Und da bin ich natürlich, ich habe ihnen immer gesagt, ihr könnt mich 24 Stunden am Tag anrufen. Ich bin immer für euch da. Und wenn sie Fragen haben in Bereichen, wo ich ihnen weiterhelfen kann, bin ich natürlich gerne bereit, das immer wieder zu tun. Abschließend, was wünschst du dir für den deutschen Handballsport? Ja, ich wünsche mir einfach, dass die Vereine, sage ich mal, im Profibereich, so wie es jetzt auch schon oftmals der Fall ist, viel auf die deutsche Jugend setzen, weil wir haben sehr, sehr gute junge deutsche Spieler. Wir haben eine gute Jugendarbeit angefangen in den Vereinen über die Landesverbände bis hin zum Deutschen Handballbund. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Vereine auf diese Spieler zurückgreifen und dass die Jungs einfach die Möglichkeit bekommen, ihre Träume, ihre Wünsche, ihre Ziele zu erfüllen, so wie ich es damals machen konnte. Und da möchte ich die Jungs, soweit es geht, auch gerne noch begleiten und ihnen Dinge an die Hand geben, die sie vielleicht irgendwann mal nutzen können. Super. Vielen Dank, Christian Schwarzer. Gerne. Neben dem Handball-Routinier Plecki Schwarzer gibt es natürlich auch die jungen Wilden. Gerade im Motorsport, und da ist Jannis Wittje neu im KÜS-Team 75, Bernhard. Und wie Jannis sich auf diese Motorsportsaison, seine erste Saison im Rahmen der ADAC GT Masters vorbereitet hat, auf was er da alles besonders achten muss, wie ihm sein Teamchef Timo Bernhard geholfen und unterstützt hat, das ist ein Einblick, der jetzt folgt. Hallo.
Testtag für mich hier am Nürburgring oder generell erster Testtag im Trockenen. Das war für mich sehr positiv. Natürlich, das Level ist hoch in dem GT Masters, das wissen wir. Der Anspruch an uns selber ist natürlich auch hoch und deswegen ist es auch ein wichtiger Test, weil jetzt in zwei Wochen ist dann der offizielle Test des ADAC GT Masters im Lausitzring. Deswegen war heute auch nochmal ein wichtiger Tag. Erstes Gefühl für das Auto zu bekommen, auch das erste Gefühl mal für einen neuen Satz Reifen, weil der ist ja sehr, sehr speziell in der Serie. Das heißt, die Reifen werden ja mal aufgewärmt und müssen ja, sag ich mal, sozusagen bearbeitet werden, bis sie in ihrem Fenster ankommen, wo sie am besten arbeiten. Das heißt, die Vorderachse und die Hinterachse sind auf einem Temperaturniveau. Das ist der Schlüssel, zu versuchen, die Vorderreifen auf Temperatur zu bekommen und das gleichzeitig mit den Hinterreifen, dass man genau für diese ein, zwei Runden maximalen Grip hat und diesen Peak, diese ein ja, oder vier, fünf Zehntel für diese eine Runde optimal zu nutzen. Es ist ja so, dass jedes Auto hat ja seine eingespielte Crew, das spricht mit Fahrzeugingenieur, mit, ja, mit zwei Mechanikern, mit dem Mechaniker, der sich um die Reifen kümmert, was ein wichtiger Part ist. Und da sind natürlich die Kommunikationskanäle, die muss man schärfen, das muss man wieder aufeinander einspielen. Dann auch jetzt mit der neuen Fahrerpaarung zum Teil ist es auch wichtig, dass die Kommunikation da stimmt. Ne? Da haben wir natürlich dann auch hohe Ansprüche an uns selbst als Team und denke ich, deswegen war es auch ein wichtiger Tag. Jetzt ist diese akribische Arbeit, diese Feinarbeit und diese, sag ich mal, letzten Zehntel rauszukitzeln, das ist immer schwierig. Das ist egal wo, das ist immer sehr schwierig. Und das gilt es jetzt umzusetzen. Es ist, also ich weiß natürlich auch aus Erfahrung von den letzten zwei Jahren, wie hart das GT Masters ist, wie hoch die Latte auch im GT3-Sport insgesamt hängt. Also einfach ja 8 Hersteller, Standardreifen. Viele Fahrer, die diese Fahrzeuge jedes Wochenende fahren. Und es geht darum, zu unterstützen, zu verbessern und gemeinsam mit dem ganzen Team eben, sag ich mal, eine Richtung einzuschlagen, die Richtung Erfolg geht. Weil das wollen wir alle im Endeffekt. Timo ist natürlich sehr, sehr erfahren. Und wenn man da eine Frage hat oder der eine oder andere Fehler passiert, dann kann man sagen, okay, das könnte man so vermeiden oder probier es mal so in der Kurve. Man kommt schneller an den Punkt, den ich eben schon angesprochen hatte, als alleine. Weil da macht man die Fehler selber und dann lernt man erst davon. Aber man kann ja auch von den Fehlern von anderen lernen. Das ist, sag ich mal, was macht der Kluge. Und das ist natürlich jetzt hier perfekt in der Teamkonstellation mit meinem Teamkollegen und mit Timo. Daher definitiv ein positiver Tag gewesen. Ich konnte viel lernen und jetzt muss ich es umsetzen für die nächsten zwei Testtage. Ja, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war's bei Einblick. Wir freuen uns dann auf den nächsten Termin am 1. September und werden euch dort Einblicke in das Sportlerleben des Speerwerfers Johannes Vetter schenken und natürlich den nächsten Rollentausch in Angriff nehmen.